So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Und diesmal ist nochmal ein Skin-Pack-Review bzw. ein Update-Video über das Aquatic-Update. Es ist ja heute jetzt nochmal ein kleines Update rausgekommen. Viele haben sich jetzt sogar schon wahrscheinlich gedacht, als VJ das wieder auf der Twitter-Seite diesen Fozzy-Banner gemacht haben, also diesen Kriesel-Banner, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das Aquatic-Update kommt, aber es ist leider wieder nicht so, würde ich mal wieder sagen. Und ich könnte dir natürlich in die Fresse boxen, Mann. Es ist so schlimm. Ganz ehrlich, also es ist ein Monat her, dass sie geschrieben haben, ja, wir sind noch ein bisschen am Arbeit dran, habt noch ein bisschen Geduld. Ein Monat. Und jetzt schreiben sie nochmal, ja, sie sind jetzt gerade dabei, es fertig zu machen. Und dass wir uns ja noch ein bisschen gedulden sollen. Ganz ehrlich, irgendwann, denke ich mal, reicht es bei jedem von uns. Und ich glaube, ihr habt selber keinen Bock mehr auf die Kacke, sage ich jetzt einfach mal. Mich regt es auf jeden Fall komplett auf und ganz ehrlich, Feuerstudios kann mich irgendwie zum Teil mal. Ich finde es traurig, dass sie einfach für sowas so ewig lang brauchen. Ich kann das einfach nicht verstehen. Das ist doch nicht so schwer. Das kann doch nicht so schwer sein, sowas zu machen. Die hatten jetzt über ein halbes Jahr, die hatten länger, mehr als ein halbes Jahr ist nichts rausgekommen. Und die kriegen es immer noch nicht geschissen, ganz ehrlich. Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht verstehen, aber na gut. Auf jeden Fall, das war es eigentlich zum Aquatic-Update. Also das kommt dann hoffentlich jetzt irgendwann nächsten Monat irgendwann. Also ich hoffe, dass es jetzt wirklich nächsten Monat kommt. Wenn nicht, dann ganz ehrlich, interessiert es mich auch überhaupt nicht mehr. Aber was soll man machen? Auf jeden Fall, dann kommen wir jetzt einfach zum Star Wars Skin Pack, was jetzt neu dazugekommen ist. Star Wars Story von Solo, dem Film, ist jetzt eins dazugekommen. Können wir uns einmal hier kurz angucken. Han Solo natürlich hier, dann Chewbacca. Ich lese jetzt nicht alle Namen vor, ich kenne die auch alle nicht. Und auf jeden Fall ist halt so wieder ein Star Wars Skinpack, dann Lando Calrissian wieder, ein bisschen jünger, aber es sind halt so die, ja, Standardcharaktere, die man kennt. Weil, keine Ahnung, was das sein soll, aber der sieht ein bisschen zu pixelig aus, ganz ehrlich. Also das ist ein bisschen zu viel. Lando Calrissian sieht noch ordentlich aus, finde ich. Aber der ist schon zu viel Pixel. Der, ja gut, der hat irgendwie einen komischen Arm, was auch immer der hat. Man weiß es nicht. Dann hier so ein paar Droiden und ein Sturmtruppler oder was auch immer. Das ist das ein Sturmtruppler? Grenztruppler, okay. Hier sind dann so ein paar, ja, ganz normale Klone oder mittlerweile, ich weiß nicht, da, vielleicht waren es da noch Klone? Doch, da müssten es eigentlich noch Klone gewesen sein. Wir sagen jetzt einfach mal Klone. Das waren alle oder was? Ah ne, das ist ein anderes Outfit, ich habe gerade gedacht, oder? Ne, doch, es geht noch ein bisschen weiter. Ja, aber es sind auf jeden Fall, finde ich jetzt nicht so mega krasse Skins. Der sieht eigentlich ganz cool aus mit den vielen Augen. Den feiere ich, aber ja gut, der sieht auch ganz lustig aus, muss ich sagen. Molosch, wer auch immer das sein soll. Dann nochmal so ein Sturmtruppler einfach. Dann einfach so die ganzen Charaktere irgendwie halt nochmal in verschiedenen Outfits. Sagwa. Okay, noch so ein, ja, Wookie, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann hier halt so ein paar Alien-Dinger, aber ganz ehrlich. Das ist auch noch, der war jetzt auch noch neu. Und ab hier sind wir dann fertig, also ja, es sind ganz halbwegs ordentliche Skins, also wer ein Star Wars Fan ist, kann sich natürlich die Skins immer holen. Spricht auf jeden Fall nichts dagegen, würde ich sagen. Und falls euch interessiert, wie man die Skinpacks runterladet, oder falls ihr es nicht richtig wisst, geht ihr hier auf den Minecraft Store im Spiel selber, dann könnt ihr hier auf Skinpacks gehen, dann steht hier Star Wars Story 3 Euro kostet das natürlich wieder. Und ja, dann könnt ihr das jetzt einfach runterladen oder ihr geht ganz normal auf den Store und gebt das in der Suchleiste ein. Dann sollte es auf jeden Fall auch kommen. Und ja, das war es an sich eigentlich so zu dem Video, was alles, was ich sagen wollte. Und dann würde ich einfach sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video oder beim nächsten Stream. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.